Oh nee, bitte nicht. Luigi singt schon wieder so schräg. Los, Bombette, hol ihn da erstmal von diesem Felsen herunter. Luigi, kannst du nicht irgendetwas anderes machen? Hey, vielleicht sollte ich mitkommen. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Paper Mario hier auf Katze. Wir sind zurück in Toad Town und werden mal in das Kampf-Dojo gehen. Hier können wir unsere Fähigkeiten mal unter Beweis stellen. Schönen guten Tag, ihr drei. Das ist der Großmeister. Oh, du musst Mario sein. Willkommen in meinem Dojo. Ich bin der Meister. Ich bin der Leiter dieses Dojos. Ich bitte um Verzeihung. Meine Gesundheit ist sehr fragil. Wir trainieren jeden Tag in diesem Dojo, um Körper und Geist zu stärken. Sollte es deine Absicht und dein Wunsch sein, darfst du uns gerne herausfordern. Sag mir, was dich heute zu uns geführt hat. Ich würde es gern versuchen. Sehr schön. Dann soll Chan gegen dich kämpfen. Nun, Chan, es ist an der Zeit, gegen Mario anzutreten. Ihre Wünsche, Meister. Okay, Chan, du bist mein erster Gegner. Mal gucken, was er drauf hat. Okay. Mario, jetzt kommt Chan. Chan ist ein Käfer, ist ein, ja, ein Samurai-Käfer, wie auch immer. Den können wir aber mit geschickten Attacken schnell besiegen, denke ich. Au, welch Schmach. So, jetzt, Bombette. Einmal die Bombe, dazu schnell die A-Taste hämmern. Und das zieht sogar 5 ab, wenn dieser Käfer auf dem Rücken liegt. Achtung. Er greift nicht an und das ist das Schöne, wenn man ihn einmal umhaut, dann hat er keine Möglichkeit, uns zu attackieren. Daher nochmal mit Bombette die Bombe und da zieht nochmal 5 ab. Und das war's noch nicht für unsere Gegner, nicht ganz. Jetzt noch einmal der normale Sprung diesmal und anschließend mit Bombette das große Vieh. Oh, doch kein großes Finale. Er ist jetzt besiegt. Aber es gibt keine Erfahrungspunkte dafür. Schade. Chan wurde besiegt. Genug. Mario ist der Sieger. Chan, du musst härter trainieren. Sehr gut. Ich gebe dir dies, Mario. Die Kometenkarte haben wir dafür bekommen. Du darfst gerne jederzeit hier mit uns trainieren. Okay, ich muss erstmal meine Kraftpunkte auffüllen. Und dann können wir theoretisch noch einen zweiten Gegner herausfordern. Das würde ich mir jetzt zutrauen, auch wenn wir in diesem Abenteuer noch nicht so weit vorangekommen sind. Aber das ist für mich eine nette Herausforderung, da ich jetzt als Erwachsener dieses Spiel ganz anders angehe als Kind. Hallo Mario, unser Slogan lautet: erfrische Körper und Geist. Möchtest du dich ausruhen? Na klar. Schlaf gut und träum süß. Jo, das machen wir. Ein kleines Päuschen kann niemals verkehrt sein. Hast du gut geschlafen? Jetzt, da du dich ausgeruht hast, wird deine Reise viel leichter und angenehmer sein. Jo, Bombette, komm mit. Wir müssen zum nächsten Gegner. Ich weiß gar nicht, warum Bombette jetzt beim Toadhouse stehen geblieben ist. Ah, da ist sie ja. Entschuldigung, Mario. Ich hab noch meine Schuhe geputzt. Okay, was man so macht nach dem Aufstehen. Ja, ist ja nicht verkehrt. Hallo. Oh, Mario, willkommen im Dojo. Was führt dich heute zu uns? Ja, ich möchte es nochmal versuchen. Sehr schön. Diesmal soll Lee gegen dich kämpfen. Nun, Lee, zeig mir, wie du dich gegen Mario behauptest. Gewiss, Sir. Ich werde ihn besiegen, Meister. Los geht's. Ich mit meinem Super-Pyjama. Ich wette, eine Technik wie diese hast du noch nie zuvor gesehen. Und... Badabum! Hä? Mimikry! Bist du ein Ditto? Na gut, dann gibt es jetzt die ultimative Dodge-Attacke hier. Ja! Oh, das ist eine gute Kette. Timing ist alles, aber das hat schon mal sehr viel abgezogen. Und jetzt bringen wir eine Bombe mit einer Bombe zum Platzen. Zack! Sehr schön. Da haben wir schon mal 10 oder 11 Kraftpunkte abgezogen. Achtung! Aha! Interessanter Angriff. Und wir bleiben aber beim Powerhüpfer. Kostet nochmal 3 Blütenpunkte. Nehme ich aber in Kauf, ging leider daneben. Das war leider meinerseits keine so gute Kette. Aber jetzt! Kabam! Wieder 5 abgezogen.
Und was macht Bombette? Bombette verwandelt sich zurück. Oh, du bist stark. Nimm dies. Achtung. Wow, was? Der hat mir einfach mal 5 Kraftpunkte abgezogen. Jetzt brauchen wir die Bombe von Bombette. Die setzt nochmal ziemlich stark. Oh, okay. Die setzt nochmal ziemlich stark ein, würde ich sagen. Und dann hätte ich die Sternenkraft genutzt mit der Sternenleiste. Aber wir haben es geschafft. Genug. Mario ist der Sieger. Lee, du musst noch viel trainieren. Sehr gut. Ich gebe dir dies, Mario. Die Mondkarte haben wir erhalten. Du darfst gerne jederzeit mit uns trainieren. Ein weiser Kämpfer weiß, dass es manchmal die beste Taktik ist, einen Kampf aus dem Weg zu gehen. Es ist nicht feige, vor einem Gegner davonzulaufen, der dir weit überlegen ist. Jedoch wirst du immer wieder auf Gegner treffen, vor denen du nicht davonlaufen kannst, sobald der Kampf begonnen hat. Stelle dich ihnen voller Mut. Im Kampf musst du viele verschiedene Techniken einsetzen. Ein guter Kämpfer setzt nicht ständig dieselbe Attacke ein. Jeder Gegner hat bestimmte Schwachpunkte. Manchmal musst du deinen Körper einsetzen, manchmal deine Ausrüstung. Aber immer musst du deinen Verstand einsetzen. Manchmal wird es dich überraschen, was alles Wirkung zeigen kann. Ja, er hat wahrscheinlich Taktiken und nicht Techniken gesagt, habe ich mich kurz verlesen. Aber letztendlich hat er recht, was er da sagt. Ich würde sagen, wir besuchen mal unseren Bruder Luigi. Wie geht es ihm denn in der Zwischenzeit? Luigi! Luigi, wo bist du? Luigi? Oh, er singt mal wieder und diesmal auf einem Stein. Ayaya Coco Jumbo, ayaya Coco Jumbo, yeah! Oh, noch nö. Toll, hast meinen Stein kaputt gemacht. Hi Mario, früher oder später steht mir ein Abenteuer bevor. Deshalb trainiere ich hier. Was sagst du? Die staubtrockene Wüste? Oh ja, von Toadtown fährt ein Zug dorthin. Hey, vielleicht sollte ich mitkommen. Nein? Bist du sicher? Gib mir doch eine Chance. Ich würde gern. Wenn ich die Option hätte, Luigi mitzunehmen, dann wäre ich der allererste, der ja sagen würde. Allerdings ist das hier in Paper Mario gar nicht möglich. Das kann ich euch leider schon mal verraten. Wir werden also nie Luigi dabei haben oder ihn steuern. Na gut, dann geht es jetzt hier erstmal weiter. Oh, das ist doch Wer wird Millionär? Quiz! Wim Gwismo ist mein Name und Quizshows sind mein Leben. Du willst Quizzes? Ich habe sie. Wenn du meine knallharten Rätselnüsse knacken kannst, dann... Juhu! Gebe ich dir einen Sternsplitter. Willst du es versuchen? Ja, klar. Apropos Sternsplitter, wir können mal Merlo besuchen. Dann kommen wir zur Frage. Frage. Wie lautet der Name von Gumbarios kleiner Schwester? Der Name war Gumbaria. Und? Das ist richtig. Korrekt. Gratulation. Hier ist ein Sternensplitter. Sehr schön, danke. Du hast bis jetzt eine Frage richtig beantwortet. Viel Glück beim nächsten Mal. Nun denn, ich hoffe bis bald. Bis zum nächsten Mal. Und schwupps. Zack, weg ist der komische Wer-wird-Millionär-Zauberer. Nennen wir ihn doch einfach Günther. Postamt. Schönen guten Tag. Gibt es Post für mich? Ah ja, Mario. Ja, hallo. Nun, du hast Post bekommen, sehe ich. Welchen Brief möchtest du lesen? Den für Cooper, bitte. Colorados Frau. Okay. So, mal sehen, was für Cooper da drin steht. Hier, bitte. Cooper, wie geht es dir? Deine Mutter war vor kurzem zu Besuch hier. Wir haben Cooper-Tee getrunken und geplaudert. Sie schien ein bisschen enttäuscht zu sein, weil du noch immer unterwegs bist. Sie sagte, sie würde ein köstliches Essen zubereiten, wenn du zurückkommst. Damit du etwas hast, worauf du dich freuen kannst. Ach ja, wenn du meinen eigenwilligen Mann treffen solltest, sag ihm, dass er öfter nach Hause kommen soll. Pass gut auf, Colorados Frau. Möchtest du noch mehr Briefe lesen? Nee,
Wir bewahren die Briefe für dich auf. Wenn du deine Post lesen willst, kannst du jederzeit vorbeikommen. Ja, es gibt mit der Zeit für alle Freunde, die wir im Spiel bekommen, neue Briefe. Das ist eigentlich immer ganz cool, weil das dem Spiel als auch den Charakteren mehr Persönlichkeit verleiht. Also gerade Cooper, den wir jetzt hier im Schlepptau haben, kriegt damit nochmal so eine Eigendynamik, nochmal seinen eigenen Charakter, sein Wesen. Seine Figur wird nochmal ein bisschen deutlicher erklärt. Das heißt, die Mama, die macht sich Sorgen um den kleinen Cooper. Ja, welche Mama würde das nicht tun? Okay, meine Mama macht das bis heute noch, wenn ich mal vielleicht weg bin, länger weg bin. So, wir kommen jetzt hier rein und gehen da nach oben. Denn ihr wisst ja, es gibt hier die Möglichkeit, die ganzen Sternensplitter, die wir sammeln, gegen Orden einzutauschen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob wir schon genug haben. Ich bin der berühmte Merlau vom Sternschnuppengipfel. Hast du ein paar Sternensplitter? Ich würde meine Orden dafür eintauschen. Welche Orden hättest du denn gerne? Es gibt Zahltag, mehr Münzen, Protektor ist ganz cool. Gegen Vergiftung und Verwirrung. Glück gehabt. Oh, Glück gehabt ist auch super. Blumensegen, Herzilein. Zappa hätte ich gerne. Oh, ich brauche nur einen Sternensplitter. Dann hätte ich 10. Dann könnte ich mir Zappa kaufen. Also, ich glaube, ich sammle erstmal und gebe nichts aus. So. Ah, hast du deine Meinung geändert? Ja, leider schon. Weil mir nur noch ein Sternensplitter fehlt. Dann kann ich mir Zappa kaufen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, okay Katze, aber was genau ist dieser Orden Zappa? Was macht er denn? Zappa sorgt dafür, dass Mario im Kampf die ganze Zeit elektrisch aufgeladen ist. Wenn mich also ein Gegner angreift, nicht aus der Distanz, zum Beispiel mit einer Feuerattacke, sondern mit einem Angriff, der physischer Natur ist, wenn er mich also berührt. Wenn der Gegner mich berührt, dann kriegt er einen Schadenspunkt, weil er eben von meiner Elektrizität etwas abbekommt. Daher finde ich Zappa, ich persönlich finde Zappa ziemlich cool. Und möchte für diesen Orden eben mein Geld sparen. In dem Fall nicht mein Geld, sondern meine Sternensplitter. Aber es gibt hier noch was Spannendes. Hey, sieh da! Mein Papa hat seinen Laden eröffnet. Wollen Sie nicht einen Blick riskieren? Wir haben coole Sachen, ey. Es ist ein Ordenladen. Wir verkaufen Orden. Kommen Sie doch mal rein, ey. Okay, was verkauft ihr denn so? Wir haben viele seltene Orden. Also schauen Sie ganz genau hin, okay? Okay, was ist das denn? Der Anti-V-Hieb. Schwächt die Abwehrkraft des Gegners und bringt Schaden. Schwächere Gegner wird durch Erstangriff besiegt, okay? Und hier, ich kann mit einem richtigen Timing Gegner nacheinander anspringen. Gar nicht mal so schlecht, die ganzen Orden. Aha, wusste ich doch, Mario, ey. Ich wusste gleich, dass du ein Auge für Orden hast. Das hier ist ein guter. Multisprung kostet 75 Münzen. Die Anzahl der OP für diesen Orden beträgt 1. Möchtest du ihn kaufen? Ja, ich kaufe ihn. Herzlichen Dank. Ich ändere von Zeit zu Zeit mein Sortiment. Also schau hin und wieder mal vorbei, okay? Ja, das werde ich. Aha, wusste ich doch, Mario. Ich wusste doch, du wirst noch einen Orden haben. Okay, kaufst du, okay, super. Also Mario, hau rein. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. So, da gibt es erstmal nichts mehr. Jetzt können wir hier runter. Denn ihr seht, die ganzen Organisationsarbeiten sind abgeschlossen. Wenn ich groß bin, will ich Schaffner werden. Schaffner sind so cool. Endstation, bitte aussteigen. Okay, das klingt doch mal nach einem schönen Berufswunsch. Bei der Bahn zu arbeiten. Riecht hier nicht etwas ganz lecker? In diesem Haus lebt Omelette. Sie ist die beste Köchin aller Zeiten. Sie hat mir ihr Rezept für die köstlichen Bratpilze gegeben. Man braucht Pilze dazu. Wenn ich fleißig übe, werde ich eines Tages auch ein Meisterkoch sein. Oh ja, bestimmt. Davon gehe ich jetzt mal aus. Die staubtrockene Wüste ist ziemlich groß. Wo immer du auch hingehst, du siehst nichts als Sand. Schon viele Wanderer haben sich verirrt. Daher sollten Reisende höchste Vorsicht walten lassen. Oh, und du solltest unbedingt von Wirbelstürmen Abstand nehmen. Laut meiner Quellen weht dich ein Wirbelsturm weit, weit weg. So kannst du dich ganz leicht verirren. Okay. Der Bahnhof von Toadtown ist südlich von hier.
Die einzige Möglichkeit, die staubtrockene Wüste zu erreichen, ist die Eisenbahn. Hast du etwa vor, in die Wüste zu gehen, Mario? Bitte sei vorsichtig. Das werde ich sein, versprochen. So, hier ist ein Wächter. Und hier geht es weiter in den Wald. Aber das machen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Dann können wir noch mit dem Wärter, mit dem Wächter hier sprechen. Hier beginnt der finstere und unheimliche Nimmernimmerwald. Man kann sich darin leicht verirren. Ich empfehle dir, nicht hineinzugehen. Ja, das werden wir vorerst auch nicht tun. Da kommen wir später dazu, wie schon gesagt. Und da haben wir noch eine Blume unter der Erde. Die ziehen wir gleich mal heraus. Puff! Hallöchen! Ich bin ein Knospi. Ich komme von den Blütenfeldern, einem wundervollen Land voller Blumen. Ich würde gerne die zarten Blumen meines Landes auch in dieses Königreich bringen. Du magst doch Blumen, oder? Natürlich magst du sie. Wer mag sie nicht? Aus diesem Grund lasse ich das hier in deiner Obhut. Ein Zaubersamen. Das ist ein Blumensamen. Wenn er gut behandelt wird, wird aus ihm eine wunderschöne Blume wachsen. Diese Blumen sind sehr zerbrechlich. Nur jemand mit reinem Herzen kann sie zum Blühen bringen. Bitte pass gut darauf auf, denn Schönheit ist sehr spröde. Dankeschön, Knospi. Den Samen werden wir uns aufheben. Den brauchen wir später. Die Leute sagen, dass in der Röhre da drüben eine große, gefährliche Bestie leben soll. Aber wenn man dir sagt, dass du da nicht hineingehen sollst, dann wird es meistens umso interessanter. Es wird dir aber sicher nicht zustoßen, wenn du viele Items mitnimmst. Vermutlich. Mhm. Und das ist genau hier. Was steht denn da? Privat. Oh oh. Das sieht geheimnisvoll aus, aber was genau verbirgt sich hinter der Röhre? Das finden wir beim nächsten Mal heraus. Tippt doch mal auf dieses Video, das wird euch gefallen. Bleibt katztastisch!